Also ich habe hier alles aufeinander gehetzt, was man auf keinen Fall in den Garten pflanzen darf. Und wir wollen mal gucken, wer dabei gewinnt. Bambus ist auch noch drin. Mal schauen, wer dann am Ende das Rennen macht. Erstmal sieht es sehr gut aus für den Knöterich. Sicherlich wird der Mammutbaum irgendwann drüber stehen. Aber wenn die Stauden von dem Bambus oder dem Chinaschilf mal so richtig fett sind, dann verdrängen die vielleicht sogar ein Stück weit den Riesenknöterich. Das ist so meine Faszination mit sehr lebendigen Pflanzen. Ich weiß, dass es da mitunter andere Ansichten zu gibt, aber ich finde das einfach faszinierend. Erstmal die Lebenskraft, die sie da ist, wie man sie dann auch nutzen kann. Okay, weiter geht's. Hier ist unser Triaterra Hofladen, den Sie alle nachher nochmal besuchen können oder zwischendurch, wenn Sie einen Moment Zeit haben. Und da werden normalerweise jeden Tag unsere Pakete gepackt. Was geht so raus? Am Tag vielleicht 100 Pakete bei uns. Kommt immer so ein Post-LKW und nimmt die mit um 11 Uhr. Das ist dann da, wo Ihre Pakete eventuell, wenn Sie Paketkunde sind, wo die dann entsprechend mitgenommen werden. Und ja, heute mit ein paar Sonderangeboten, unter anderem 10 Flaschen Triaterra Aktiv EM, was so ein bisschen stärker gebläht hat, weil es Gewitter gab, ist da ein bisschen mehr Leben drin und ein bisschen mehr Gas, was da rausperlt. Funktionieren aber, sind sauer und das können Sie sich 10 Flaschen für 20 Euro mitnehmen heute. Vorrat anlegen, damit wir die Palette gebläht, weil wenn wir das in die Pakete packen, dann haben wir immer Schwierigkeiten mit der Post, weil dann öfter mal was ausläuft. Aber im Auto sollten Sie natürlich aufpassen, dass Sie die Luft rausdrücken und die aufrecht lagern, damit es nicht ausläuft. Okay. Wie lange halten die denn noch? Die halten auch ein Jahr. Man muss nur gucken, dass die Luft immer mal abgelassen wird. Also die sind völlig in Ordnung. EM ist ja eine Mischung aus Milchsäurebakterien und Hefen und weiteren Bakterien. Und wenn die Hefen manchmal ein bisschen zu aktiv werden, gerade bei der Wärme und bei Gewitter, dann haben wir diesen Sekteffekt bei EM manchmal. Das EM ist aber in Ordnung, ist halt nur unpraktisch in den Flaschen. Genau. Dann gehen wir jetzt einmal, wie rum gehen wir? Versuchen wir uns mal alle hier durch den Spalt zu zwängen hier vorne. Hier gibt es zwei Sachen. Das erste ist unser Erdbeerfeld. Prinzipiell unser ganzer Garten ist im Wesentlichen von Ilja gemanagt und gepflegt. Und Ilja ist hier einer, ja, hat mit mir zusammen 2009 diesen Hof bezogen, also vor 9 Jahren, und war von Anfang an mit dabei und hat sich eben immer mehr um den Garten gekümmert. Und dann für die anderen Sachen haben wir dann immer mehr andere Leute gefunden. Also Ilja ist für die ganze Arbeit hier, für das Mulchen, für das Pflanzen, für die Konzepte zum Teil verantwortlich. Aber heute zeigt er Ihnen den Garten nicht, weil wir ihn in die Küche, weil er ein so guter Koch ist und eben jedes Jahr unser indisches Essen für das Erdbeerfest kocht, dass wir ihn heute in der Küche haben. Gehe ich gleich nochmal, können Sie gleich nochmal hingehen. Also da gibt es Samosa, also frittierte in Teig Blumenkohl und Gemüse. Es gibt Khichdi, Linsensuppe, indisch, Dal. Es gibt Papadam, heißen die, glaube ich. Und ja, lassen sich überraschen, was es da an indischen Essen gibt bei Ilja. Und das ist, ja, Erdbeeren. Warum Erdbeerfest? Weil ich ein Fan von Erdbeeren bin. Und ich bin ein Fan von Erdbeeren, weil die wachsen wie Unkraut. Also wenn man keinen grünen Daumen hat wie ich, sondern eher ein Theoretiker ist, dann braucht man irgendwie eine Pflanze, die man auch nicht umbringen kann, die also alle Pflegeversuche übersteht. Und die Erdbeere ist so eine Pflanze, die kriegt man nicht tot. Die finden Sie nach 10 Jahren noch in der Wiese, wenn Sie da 5-mal drüber Rasen gemäht haben, und steht die da immer noch klein und hat vielleicht kleine Früchte, aber sie ist immer noch da und wächst. Also eine Sache, warum das hier sehr ungleichmäßig und seltsam aussieht, ist, dass es ein Erdbeerwiese eigentlich ist im 4. Jahr. Das heißt, wir haben hier Erdbeeren gepflanzt im 1. Jahr, in der 2. Jahr ist es komplett zusammengewuchert zu einer Erdbeerwiese. Wunderbare Erträge, alles gedeckt, aber im 3., 4. Jahr wird es dann, werden die Pflanzen alt, werden die zu dicht, werden die Früchte zu klein. Da muss man eigentlich neu pflanzen. Aber wir haben es mal dieses Jahr anders probiert. Wir haben die Erdbeerwiese mal einfach radikal weggehackt und noch wenige halbwegs gute Pflanzen stehen lassen. Deswegen sieht das so ein bisschen ungleichmäßig aus. Im nächsten Jahr werden wir wieder neu pflanzen. Auch eine sehr dankbare Pflanze, Knoblauch. Ganz ähnliche Unkrautqualitäten wie Erdbeeren.
kommt jedes Jahr wieder, wächst irgendwann wie ein Grasbüschel, wenn es immer dichter wird. Aber wenn Sie die Zehen einzeln stecken, so wie hier, einfach im Herbst oder sogar noch im Frühjahr, die Zehen bzw. die, die Samen quasi, was da oben als Saat kommt, das ist nicht wirklich Saat, das sind kleine Saatzwiebeln. Wenn Sie die stecken, kommen im ersten Jahr, jetzt nämlich, kommen solche Bobillen, komplett eine Knolle, keine Zehen, sondern eine große Knoblauchknolle. Und dann im zweiten Jahr kommen erst die klassischen Zehen mit, keine Ahnung, 6, 8, 10 pro Knolle. Also Knoblauch, Unkraut, wächst von alleine. Und man kann sowohl die Saatzehen sehr gut rein, sehr gut aussehen, wie ja dann auch die Zehen unten einfach vereinzeln und auspflanzen. Genau. Okay, ansonsten die vielen anderen Sachen, die Ilja so gepflanzt hat, hier einfach zur Selbstversorgung. Kartoffeln, Himbeeren funktionieren bei uns sehr gut, wenn man die ein bisschen vereinzelt und immer eben mit EM. Wir sprühen ungefähr einmal im Monat, manchmal alle anderthalb Monate, wenn wir es nicht ganz so schnell hinkriegen, sprühen wir mit EM. Suchen uns einen feuchten Tag aus, wird der ganze Hof von oben bis unten mit EM gesprüht. Die Wiese, die Beete, die Bäume. Und ideal wäre es, wenn man es alle zwei Wochen schafft. Dann, wenn man das ab Frühjahr alle zwei Wochen EM sprüht, 1:10 verdünnt, dann kann man praktisch alle Pflanzenkrankheiten, auch die meisten Insekten, zurückdrängen. Und selbst Schnecken, wenn man das zwei, drei Jahre gemacht hat, werden die so wenig, dass die keine Probleme mehr haben. Also dieses Jahr haben wir inzwischen null Schnecken, also überhaupt keine Probleme. Ilja muss nicht mal mehr sammeln gehen. Ach so, Ilja verlässt uns. Es war sein letztes Jahr. Im August geht er nach Indien, wo er den Winter sowieso schon immer verbracht hat und jetzt aber ein Projekt übernehmen wird, was er da jetzt mindestens für einige Jahre betreuen wird, nämlich da auch einen Terra Preta Garten aufbauen, einen Ashram für seinen Guru dort. Also ja, man kann ihm nochmal Tschüss sagen hier in der Küche. Okay, dann gehen wir weiter. Ja. Ich habe mir auch privat die Pflanzen und Kürbis aus dem Supermarkt geholt, weil ich den runden Kürbis wollte. Hat schon Mehltau. Kannst du da jetzt noch was machen? Kannst du jetzt als kleine Pflanze Mehltau? Also die arbeiten ja los. Mit Aschesprühung. Ja? Aschesprühung, Asche auflösen und sprühen, das ist gut gegen Pilze und Mehltau. Sie werden im Garten verteilt immer mal so Schilder finden, wo so ein bisschen beschrieben ist. Am Teich, am Dschungelbeet oder eben auch hier am Stapelkompost. Stapelkompost ist so ein bisschen eine Erfindung von uns. Das ist so ein Zwischending zwischen Bokashi, also wie Silage, wie Sauerkraut, anaerob, fermentiertes organisches Material und Kompost. Kompost ist ja normalerweise viel Luft, möglichst locker. Und Bokashi ist wenig Luft, ohne Luft Milchsau fermentieren mit EM. Und das ist genau so ein Zwischending. Wir gucken, dass wir das verdichten. Dass wir das nach dem Motto machen, halt ihn feucht und tritt ihn feste, dann gelingt der Mist aufs Beste. Nach dem Motto machen wir unseren Stapel, nicht Mist, sondern Stapel Kompost, wobei mein Mist da auch drauf ist, von unserer Komposttoilette. Und ja, das ist erstaunlich, wie dicht das Material zusammengestampft wird, also wie wenig da übrig bleibt, von so drei Monaten Küchenabfällen und Toilette oder so. Und ja, wie wird es aufgebaut? Also wir machen in jede Schicht immer noch ein bisschen Holzkohle, Gesteinsmehl, Mikroorganismen, also Triaterra-Streu, eventuell mit einer Gießkanne noch mal ein bisschen EM drüber, Triaterra-Aktiv drüber, also dass wir die Mikroorganismen drin haben, dass wir Holzkohle drin haben, dass wir Gesteinsmehl drin haben und ansonsten festtreten und immer mal wieder abdecken, entweder mit Pappe oder Folie, sodass da möglichst wenig Luft rankommt, dass es tatsächlich so ein bisschen fermentiert. Und dann kommt aber ein bisschen Luft und Würmer kommen auch ran, sodass es schon so halb in die Vererdung geht. Und das Material buddeln wir dann eigentlich halb vererdet, noch gar keine richtige Erde, buddeln wir das dann zum Beispiel für die Himbeeren ein, für die Kartoffeln zur Beetvorbereitung, für die Erdbeeren mal daneben, für die Büsche, für die Bäume. Einfach mal ein Loch am Rand der Baumscheibe gebuddelt, das da rein. Das ist so ein ganz starkes Substrat für die. Oder wenn man eben pflanzt, zum Beispiel Kürbispflanze, dass man oder Tomate, dass man das Pflanzloch ein bisschen mehr aushebt, ein bisschen tiefer macht, eine Schippe oder eine Handvoll von diesem Terra Preta Material reinmacht und direkt drauf pflanzt. Das ist die mit Abstand effektivste Methode,
mit minimalem Material den maximalen Effekt zu erzielen. Also da sollen ja nach Untersuchungen von Hans-Peter Schmidt da am Ithaka-Institut in Nepal und sonst wo zum Teil doppelte und dreifache Ernten nur mit dieser einen Maßnahme rauskommen. Bisschen Terra Preta oder aufgeladene Kohle unter die Pflanzung, eine Handvoll mit rein. Okay, hier haben wir Reinhard Püß und seine Frau, die EM-Pflanzen produzieren seit mehreren Jahren und die auch bei uns auf dem Erdbeerfest immer anbieten. Also alle diese Pflanzen sind mit EM gepflegt und was hatten wir? Flieder, Büsche, Stachelbeeren, Kräuter, ich glaube es gibt noch Tomaten und Kürbisse. Also hier kann man sich, wenn man noch was braucht an Pflanzen, auf jeden Fall bei Kräutern und Büschen, ist ja jetzt durchaus noch Pflanze oder ist jetzt Pflanzzeit, kann man sich hier eindecken. Okay, weiter geht's. Am besten da außen rum, sonst trampeln wir alles hoch. Ja, zwei Baumaßnahmen nebeneinander. Das eine ist von unserem Tischler Lutz gebautes sechseckiges Gewächshaus aus alten Fensterscheiben, die wir mal geschenkt bekommen haben. Und ja, so kann man also auch ein Gewächshaus bauen, nachdem unser teures, gekauftes Gewächshaus vom Sturm kaputt gemacht wurde. Das macht keiner kaputt. Das ist so megamäßig stabil. Und ja, da drin natürlich das klassische Terra Preta Erde mit EM gegossen, mit EM gesprüht. So kann das dann aussehen. Und das hier ist der Stand von dem Naturbauhaus Schwerin bzw. Jan-Peter Seifert, der in Mecklenburg schon ganz viele Bauern und Bauherren und andere Betriebe auf EM gebracht hat, mit EM in Kontakt gebracht hat und uns jede Woche eigentlich einen neuen Kunden bringt bzw. einen neuen Interessenten an EM. Und tatsächlich ist die Kombination von Naturbaustoffen und EM ideal. Man kann ja mit EM im Bauen ganz viel machen, Farben halten länger, Öl lässt sich zum Beispiel länger streichen, Baustoffe oxidieren nicht so schnell, halten länger, auch Beton zum Beispiel. Also in jedes, wir haben ja auch eine ganze Menge gebaut hier in unserer Scheune, Betonfußboden, gemalt, Putz, überall EM drin, jede Menge Keramikpulver, EMA, also Triateraktiv und Keramikpulver mit verbastelt. Viel, wie man das macht, richtig macht, haben wir uns hier Ratschläge geholt bei dem Naturbauhaus. Also wenn Sie irgendwas bauen wollen, meine erste Frage geht dann immer hierher, was muss ich dafür nehmen? Soll ich den Sondermüll direkt aus dem Baumarkt nehmen oder vielleicht doch lieber die mitunter gar nicht teureren Naturbaustoffe, wie zum Beispiel eine Kalkfarbe, die letztendlich billiger ist als das, was im Baumarkt angeboten wird, aber ja, ohne jegliche Zumischung, Beimischung, Giftstoff oder so. Dann später Jan-Peter. So, hier Frank Reichert und sein Stand, Seilerei, auch ein EM-Berater in Brandenburg und im Land Brandenburg, gleich hier über die Grenze. Und der auch viel mit Pferden und aber auch Kunsthandwerk zu tun hat. Die haben EM-Seifen, EM-Salz. Und wenn man sich mal über Edelsteine oder prinzipiell Steine mit ihnen unterhalten will, dann ist man hier richtig. Und auch eine Seilerei dabei. Wow. Sehr schön Seile mit, hat nicht direkt was mit EM zu tun, aber vielleicht hat er das auch schon mit reingebastelt. Ich weiß nicht. Könnt ihr Frank dann fragen. Uwe Drewilowski aus Krützen war das, bei ja, Hamburg Laumburg, fast. Laumburg. Ja. Auch ein EM-Berater. Hier hat er jetzt ganz viele EM-Schwingungssachen dabei, EM-Keramik in verschiedensten Varianten. Baubiologe. Hier am Stand, Thema Elektrosmog und Schwingung. Aber er hat natürlich dort, wo er ist, auch das ganze EM-Palette bei sich zu Hause. Hat er jetzt hier nicht mitgebracht, weil wir das natürlich bei uns richtig, im Laden haben. Ansonsten ist hier das Bild, worauf Ilja und ich auch am meisten stolz sind, beziehungsweise was tatsächlich am besten wächst auf dem ganzen Hof. Nämlich die Milpa, die drei Schwestern. Wir können ja noch mal ein bisschen rangehen, da ist auch eine Info-Tafel. Mais, Kürbis und Bohnen zusammengepflanzt. Das ist ja diese klassische indianische Mischung aus Mexiko. Mais war ja nie dazu gedacht, als Monokultur zu wachsen, sondern war von der Züchtung die letzten Jahrtausende eine Mischkulturpflanze mit Bohnen und Kürbis oder anderen
Mischungspflanzen. Und die scheinen sich wirklich, also wir bauen das jetzt im zweiten Jahr an und wiederum Riesenblätter, sehr gut entwickelter Mais, also die scheinen sich wirklich zu lieben und da kommt wirklich eine ganz andere Dynamik zusammen. Wenn man die einzeln pflanzt, ist unser Mais nie gewachsen, aber hier wird er plötzlich armdick. Also da, da. Wann habt ihr die Bohnen gesetzt? Oder habt ihr die haben wir gepflanzt, glaube ich. Hat er die Pflanzen? Ich hat er. Keine. Die Bohnen kommen schon hoch. Also da sind schon ein paar, die sich hochragen zwischen. Na, also Stangenbohnen haben wir da reingesetzt, denen wir dann auch noch eine Stange gegeben haben, weil im klassischen Anbau kann man es auch ohne Stangen machen, aber wenn man so ein kleines Beet hat, dann machen sich die Stangen für die Milpa ganz gut. Und darunter ist ein Bokashi, den wir da hergestellt haben. Das ist auch ein Grund, warum das so stark wächst, dass das ein Bokashi aus Grasoden sind. Also ausgestochenes Gras, wo wir die Erde ausgeklopft haben, als kleine Miete aufgelegt haben, abgedeckt haben mit Plane, schön EM drauf. Und das hat so eine Kraft und Qualität bekommen. War ich selber überrascht, dass das so, also es hat auch nicht nur, es war dann ein altes Bokashi, wir haben das schon über ein Jahr liegen gehabt. Also das ist irgendwie diese Langzeitfermentation, diese alte Kraft, die da tatsächlich doch nochmal eine Rolle spielt. Also eines unserer schönsten Beete. Und die Kürbisse werden in 3 Wochen, werden die hier schon die halbe Wiese mit zugewuchert haben. Also die kommen bis hier vorne. Letztes Jahr war das auch so, da haben wir allein von diesem Beet hier mit 10 Pflanzen haben wir irgendwie 40, 50 Kürbisse geerbt. Hokkaido-Kürbisse. Okay, weiter geht's. Machen Pit ein bisschen später. So, hier noch 2 Stände. Marmeladen, noch nicht mit EM, aber wir haben schon mit der Herstellerin gesprochen, dass sie das da vielleicht auch mit integrieren kann ab nächstem Jahr. Ansonsten haben wir eine Glasperlenmacherin aus dem Nachbardorf und unseren Dorfschmied, die hier zusammen einen Stand haben und beide arbeiten in verschiedensten Varianten mit EM. Kann man mal auch vielleicht austauschen, wenn man sich mit Metall und so ein bisschen auskennt, beziehungsweise diesen Kunstsachen, was da EM leisten kann, sowohl in der Reinigung wie in der Schwingung dieser Materialien, wie in vielleicht der Herstellung der Messer oder der Härte der Materialien, nicht rosten zum Beispiel. Also da gibt es ein paar interessante Effekte. Hier rechts Teiche. Das sind quasi unsere Vorzeigeteiche, beziehungsweise die mir am meisten, die wir jeden Tag sehen, wo man, wenn man irgendwo in den Garten geht, dann setzt man sich an den Teich und guckt. Ein Schritt ans Teichufer, sofort 5 Frösche, die ins Wasser springen. Können Sie nachher mal probieren. Ich weiß nicht, ob wir jetzt welche finden. Jawohl. Und gleich 3 reingesprungen. Wir haben hier Krebsscheren drin. Also prinzipiell haben wir einen relativ tiefen Teich angelegt. Der ist hier in der Stufe noch 2 Meter tief. Das ist sehr wichtig für einen Teich, dass er auch eine Tiefenzone hat. Aber eine andere wichtige Sache ist, wir arbeiten natürlich mit EM. Wir haben hier Triateractiv, Zeolit und EM-Keramikpulver reingemacht. Aber das machen wir jetzt nicht jedes Jahr, jeden Monat in großen Mengen. Maximal einmal im Frühjahr ein bisschen. Und ansonsten ist die Mikrobiologie eigentlich nach der ersten Behandlung gut. Da muss man nicht viel weiter machen. Und damit es stabil bleibt, haben wir die EM-Keramik drin, das Pulver, das auf dem Boden liegt. Und diese Krebsscheren, beziehungsweise Krebsscheren und Hornkraut. Also schwimmende Wasserpflanzen, die aus dem Wasser direkt die Nährstoffe raussaugen und sich in diesem Wasser auch sehr, sehr wohl fühlen. Krebsscheren sind ja unter Naturschutz, sind eine besonders beliebte Pflanze, wo Libellen und so ihre Larven ablegen. Also kann man wunderbar in seinen Teich setzen. Wir verkaufen die auch für das Stück 7 Euro. Aber wenn die dann ihren Teich zugewuchert haben und man muss sie ab und zu mal abernten. Bitte? Ich verkaufe die weiter, selbstverständlich. Und Sie können sie dann auch weiterverkaufen. Wenn Sie es nicht schaffen, die Kunden nicht haben, bringen Sie sie zu mir. Ansonsten können Sie sich auch irgendeinen Naturteich, andere Teiche, Gewässer in der Gegend aussuchen und da mal ein paar reinsetzen. Die Natur freut sich, dass es davon ein paar mehr gibt. Und sie sind auch ein wunderbares Mulchmaterial oder sogar Tierfutter. Man kann damit Schweine füttern, Pferde. Also der entscheidende Punkt ist, wir können mit schwimmenden Wasserpflanzen, ohne dass wir jetzt da irgendwie ständig mit Schlamm schippen oder Pflanzen neu einsetzen und rausnehmen müssen,
können wir mit schwimmenden Wasserpflanzen die Nährstoffe direkt aus dem Wasser saugen. Dadurch haben die Algen keine Nährstoffe, das Wasser wird klar. Und die überschüssigen Wasserpflanzen kann man dann sehr leicht mit einer Hake einmal im Jahr mal abfischen oder zweimal im Jahr. Und so hat man eine gleichmäßige Nährstoffbilanz im Teich und der wird einen nicht verschlammen und nicht umkippen. Das als Zusatzmaßnahme zu EM garantiert eigentlich klare Teiche. Jawohl. Okay, gucken wir uns noch die restlichen Stände an und dann übergebe ich gleich an Frank Noack mit seiner Frau. Wir kennen uns schon ganz, ganz lange vom EM-Stammtisch in Wannsee, wo er uns auch schon oft unterstützt hat mit Vorträgen und Beratung. Und er ist Experte für Frox Immun, für ein Zeolithprodukt medizinisches Zeolithprodukt für alle möglichen Zwecke, von Wundheilung bis Entgiftung sprechen Sie mit ihm selber. Und er hat aber auch ein neues Feld, nämlich die Schwingungsmedizin bzw. Schwingungsdiagnostik, die er hier heute auch anbietet. Auch das eine interessante Sache. Später bitte weitergehen, aber erst nachdem ihr Pitmau gehört habt. Und hier nebenan auch noch ein neuer Stand. Neu dabei, kann ich noch gar nicht so viel zu sagen. Einfach mal vorbeigehen, Stofftiere. Hat noch nichts mit EM zu tun, aber da könnte man zum Beispiel EM-Keramik wahrscheinlich einarbeiten. Und dann gehen wir noch zu meinen Kindern. Jara, komm her. Du musst deine Pflanzen zeigen. Komm her. Also, Christiana, meine Frau, hallo. Ist sowohl verantwortlich für die ganzen leckeren Kuchen und Erdbeertorten, die hier heute serviert werden. Die hat sie die letzten Tage alle hergestellt mit ganz viel Sahne, Pudding und frisch von uns selber gepflückten Erdbeeren. Macht heute aber auch Kinderschminken und einen kleinen Kinderflohmarkt. Und vor acht Wochen haben wir schon angefangen, hier Pflanzen zu ziehen, die heute auch gekauft werden können, nämlich eine meiner Lieblingspflanzen, das indische Riesenspringkraut, hat meine Tochter sich sowohl gepflanzt als auch sich drum gekümmert, mit Hilfe, und die sind so schön geworden, also wäre schade, wenn wir nicht alle heute Abend verkauft kriegen. Die werden 3 Meter hoch, sind eine krasse Hummelweide, also da sind die ganze Zeit die Hummeln, also von Anfang Juli bis Ende September, Mitte Oktober blüht der, und die ganze Zeit sind da die Hummeln am rumwuseln. Also wer mehr Hummeln in seinem Garten möchte, mehr Insekten, mehr Schmetterlinge, das ist die Pflanze schlechthin dafür. Und irgendeine Schmutzecke, sag ich mal, irgendeine Ecke, wo sie sich nicht drum kümmern, wo sonst nichts weiter wächst. Ich habe es bei mir neben der Mülltonne ausgestreut, irgendwie am Rand der Regentonne, und inzwischen wächst das in allen Ecken. Das ist so ein Springkraut, da springt eben 5 Meter weit die Samen und vermehrt sich sehr schön. Ich bin Fan davon, und die Geschichten, dass das jetzt großartig die einheimische Vegetation verändert oder verdrängt, ich konnte es nicht beobachten. Also es ist schon so, dass es mal recht dichte Bestände bildet, aber die Brennnessel ist deswegen trotzdem genug da und wächst bevorzugt auf Standorten, wo zum Beispiel auch eine Brennnessel gerne wachsen würde. Okay, ja, dann ansonsten haben wir noch Renate mit ihren Krebs heute, die hier auch noch ein bisschen für Verpflegung sorgt, aber ansonsten natürlich das wunderbare Kaffee und Kuchen mit meiner Frau hier in der Kaffeeküche. Und dann sage ich, ja, herzlichen Dank für den Rundgang, dass Sie mir gefolgt sind. Und dann jetzt zu Pit Mau und seinem Vortrag Highlight aus 20 Jahre EM. Aber Renate hat auch noch Erdbeermarmelade zu verkaufen. Hier, in dem großen Zelt am Ende des Gartens.